Une alerte rouge pour l'humanité lancée par les scientifiques du GIEC. The significance of the world's largest ever report on climate change. Wie weit ist der globale Temperaturanstieg schon fortgeschritten? Wer sich mit dem Klimawandel beschäftigt, weiß, Atomkraft ist eine Möglichkeit, massiv Energie zu produzieren, ohne Kohlenstoff. Wahre Umweltschützer sind für die Atomkraft. Man muss einfach dafür sein. Die Atomkraft wird das Klima nicht retten, aber vielleicht rettet das Klima die Atomkraft. Der Klimawandel duldet keinen Aufschub. Und alle sind sich einig, der CO2-Ausstoß muss gestoppt werden. Doch welche Energieform ist die richtige? Abschalten! Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Wir glauben, dass wir als Land Vorreiter auf dem Weg zur Schaffung des Zeitalters der erneuerbaren Energien werden können. Auch Italien, Spanien, Belgien und die Schweiz haben den Atomausstieg beschlossen. Frankreich, das Land mit den weltweit meisten Atomkraftwerken, bezieht fast 70% seiner Elektrizität aus der Atomkraft und möchte daran auch nichts ändern. Wir müssen reinvestieren, um bei den Innovationen in diesem Sektor führend zu sein. Eine Nation, die auf Atomkraft als Zukunftstechnologie setzt, setzt auf das falsche Pferd. Die sogenannten EPR-Kraftwerke der neuen Generation sind eigentlich viel zu teuer. Frankreich plant trotzdem den Bau neuer EPR-Anlagen und mehrere Mini-Reaktoren. Für den Klimawandel ist es katastrophal, heute noch in neue Atomanlagen zu investieren. Katastrophal. Die Kernenergie schadet unserer Umwelt sowieso permanent, auch ohne Super-GAU. Die Frage ist, kann Atomenergie die Lösung sein oder nicht? Für Frankreich und andere europäische Länder sei Atomkraft unumgänglich, sagen die Befürworter. Sie könne sogar das Klima retten. Es stimmt, Kernkraftwerke stoßen kein CO2 aus. Doch sie tragen zur Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umwelt bei. Ihr Rückbau ist kompliziert und teuer. Und sie produzieren radioaktive Abfälle, deren Abbau mehrere hunderttausend Jahre dauert. Ganz zu schweigen vom Risiko einer Atomkatastrophe, wie die von Tschernobyl oder Fukushima. Kann Atomkraft also als grüne Energie eingestuft werden? Ein Kapitel der französischen Atomgeschichte schloss sich im Jahr 2020 mit der Schließung des ältesten französischen AKWs in Fessenheim im Elsass. Innerhalb von 20 Jahren hat Frankreich 58 Atomreaktoren gebaut. Fessenheim wurde als erstes geschlossen. 12 weitere alte Reaktoren sollen bis 2035 abgeschaltet werden. Auch in vielen anderen Ländern der Welt erreichen die in den 70er Jahren erbauten Anlagen ein kritisches Alter. Fast 200 Reaktoren, nach unseren Berechnungen genau 195, wurden bislang weltweit definitiv abgeschaltet. An die 20 von ihnen wurden bereits vollständig rückgebaut. Wir stehen also erst am Anfang des industriellen Rückbaus von Atomkraftwerken. Der Rückbau der Betonriesen wird weltweit eine gigantische Menge Abfall verursachen. Seit Angela Merkels Ankündigung des Atomausstiegs im Jahr 2011 werden die 17 deutschen Reaktoren nach und nach abgeschaltet.
Das letzte Kernkraftwerk soll Ende 2022 geschlossen werden. Der Bau von Kernkraftwerken kostet ein Vermögen. Ihr Rückbau ebenso. Die europäischen Kernkraftwerkbetreiber veranschlagen ca. 1 Milliarde Euro für den Rückbau eines Reaktors. Die französische Elektrizitätsgesellschaft EDF nur 400 Millionen. Einem Bericht zufolge eine zu optimistische Einschätzung. Wie will EDF den Rückbau von Fessenheim und weitere Atomanlagen stemmen? Wir fahren nach Chaux in den Ardennen. Hinter den beiden in Betrieb befindlichen Reaktoren verbirgt sich ein weiterer unterirdischer Druckwasserreaktor. Es handelt sich um ein ehemaliges Versuchskraftwerk, das 1991 abgeschaltet wurde. Heute wird es von EDF als Pilotanlage genutzt, um Rückbautechniken zu testen. In Chaux befinden wir uns heute in der Endphase des Rückbaus, das heißt am Reaktorkern. Wir sind dabei, den Reaktordruckbehälter und die darin enthaltenen Metallteile abzubauen. Der Reaktordruckbehälter gehört zu den am stärksten radioaktiv belasteten Elementen. Das hat mit der Funktionsweise des Kraftwerks zu tun. Ein Kraftwerk arbeitet mit drei unabhängigen Wasserkreisläufen. Primärkreislauf, Sekundärkreislauf und Kühlkreislauf. Alles beginnt im Reaktordruckbehälter, einer Art großem Kessel. Darin befinden sich die Brennelemente, die von Wasser umgeben sind. Dies sind Metallrohre, gefüllt mit Urandioxid in Tablettenform. In diesen Brennelementen findet die Kernspaltung statt. Ein Neutron dringt in einen Urankern ein. Der spaltet sich auf. Das ist die sogenannte Kernspaltung. Es findet eine hochradioaktive Kettenreaktion statt, bei der große Hitze freigesetzt wird. Das Wasser wird in Dampf umgewandelt. Dieser setzt eine Turbine in Bewegung, die den mit ihr verbundenen Generator antreibt. Darin wird der Strom erzeugt. In Chaux wurde der Reaktordruckbehälter unter Wasser gesetzt, um die Beschäftigten zu schützen. Wasser hat die Eigenschaft, starke Radioaktivität abzuschirmen. Außerhalb des Wassers wäre die Strahlung tödlich. Die Zerlegung erfolgt mit ferngesteuerter Spezialtechnik in sicherer Entfernung zu den Mitarbeitern. Das ist entweder Greifwerkzeug, mit dem Sie ein Metallelement greifen und in einen Korb legen können, oder Schneidwerkzeug, um Elemente auf die gewünschte Größe zu bringen. Kernkraftwerke können nicht einfach abgerissen werden, sie müssen zerlegt werden. Also ein Rückbau, wie ein Bau, aber in umgekehrter Reihenfolge. Alle Elemente werden nach und nach in eine Art Abfall verwandelt, um eine Rückkehr zum Ursprungszustand der Anlage gewährleisten zu können für industrielle Nutzung. Wir haben es hier überwiegend mit kurzlebigen Abfällen zu tun. Sie sind kaum oder nur wenig radioaktiv. Radioaktive Abfälle werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Die gefährlichsten sind die hochradioaktiven Abfälle, auch High-Level Waste, HLW, und die mittelradioaktiven, langlebigen Abfälle, die oft aus der Wiederaufbereitung von Brennelementen stammen. Sie bleiben bis zu mehreren hunderttausend Jahren radioaktiv. Dann gibt es die kurzlebigen Abfälle. Ihre radioaktive Halbwertszeit liegt bei 30 Jahren. Sie können aber über einen Zeitraum von bis zu 300 Jahren aktiv bleiben. Dazu gehören auch die schwach radioaktiven Abfälle mit mittlerer Aktivität. Das sind Werkzeuge oder Materialien, die normalerweise in Kraftwerken verwendet werden, wie Handschuhe, Kleidung oder Filter. Schließlich haben wir noch die sehr schwach radioaktiven Abfälle. Je nachdem, ob diese kurzlebig oder langlebig sind, endet ihre Radioaktivität nach 30 Jahren oder mehr. Sie bilden die überwiegende Mehrheit der Abfälle, die beim Rückbau eines Kraftwerks anfallen. Was geschieht mit diesen Abfällen? Ihre Menge wird in den kommenden Jahren sprunghaft steigen. In Frankreich kommen sie ins Endlager Sierès im Osten des Landes. Betrieben wird es von der staatlichen Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle, ANDRA. Doch die Zahl der Rückbauten wird drastisch steigen, sodass das Endlager Sierès bald an seine Grenzen stoßen wird.
Man weiß, dass Frankreich in den kommenden Jahrzehnten zwischen 2,1 und 2,3 Millionen Kubikmeter an sehr schwach radioaktiven Abfällen produzieren wird, die in Paketen in diesem Zentrum gelagert werden. Es kann etwa 900 bis 950.000 Kubikmeter aufnehmen. Der Platz wird also nicht ausreichen. Zum Vergleich: Das künftige Volumen der sehr schwach radioaktiven Abfälle entspricht 67.000 Containern. Aneinandergereiht ist das mehr als die Entfernung Berlin-Prag oder Paris-Brüssel. Es handelt sich hierbei um allgemeine Abfälle aus dem Rückbau von Kernkraftwerken. Das können Teile aus Beton oder aus Stahl sein oder Stücke aus Rohrleitungen oder Bauschutt. Das sind radioaktive Abfälle mit sehr geringer Aktivität. In vielen Ländern werden diese gar nicht als radioaktive Abfälle eingestuft und können dementsprechend weiterverwertet werden. In Frankreich unterliegen sie aber besonderen Regeln. Deshalb werden sie in diesem Zentrum gelagert. Die Lagerung sehr schwach radioaktiver Abfälle unterliegt in Frankreich also klaren Regeln und Kontrollen. Eine Ausnahme. Die meisten europäischen Länder recyceln ihre Metalle aus den Kraftwerken, indem sie diese an Industrieunternehmen weiterverkaufen. So läuft das auch in Deutschland. Vor fast 30 Jahren wurde das Kernkraftwerk Greifswald an der Ostsee stillgelegt. Doch der Rückbau ist aufwendig und noch immer nicht abgeschlossen. Denn auch die größten Teile, wie diese imposanten Dampfgeneratoren, müssen bis auf die kleinste Schraube zerlegt werden. Circa so ein Container wiegt gefüllt 32 Tonnen. Da haben wir 1800 Stück hier. Also es ist schon eine ganze Menge Material, was hier im Zwischenlager noch auf die Bearbeitung wartet. Die Beschäftigten, die hier arbeiten, nennt man Dekontaminierer. Eine spezielle Ausrüstung soll sie vor dem Einatmen giftiger Stoffe schützen. Denn die Männer schleifen das Material ab, um die Radioaktivität auf der Oberfläche zu entfernen. In diesen Fässern waren radioaktive Stoffe, radioaktiv belastetes Material drin. Und damit muss man diese eben auch säubern. Und damit man die ordentlich sauber bekommt, werden die jetzt sozusagen in Viertel geteilt. Und dann kann man die später nach dem Säubern auch oder nach dem Messen dann nachher auch zur Freimessung bringen. Das dekontaminierte Material kommt in die Sortieranlage auf dem Gelände des Kraftwerks. Die radioaktive Belastung jedes Teils wird in einem bleigepanzerten Detektor gemessen. Diese Grenzwerte, die bei uns festgelegt sind in der Strahlenschutzverordnung, die sind so gering, dass es für die Bevölkerung keine Gefahr darstellt. Und wenn wir die unterschreiten, diese Grenzwerte, dann können wir dieses Material freigeben. Und dann kann das Material das Betriebsgelände verlassen, kann zum Schrotthändler gehen, zum Betonverwerter oder auch auf eine Deponie. Wir verkaufen das Material dann. Und was dann nachher daraus wiederhergestellt wird, das wissen wir natürlich nicht. Kleinere Metallteile werden in der Regel vor Ort verarbeitet. Nicht so die großen Elemente, die wie die Dampferzeuger hunderte Tonnen wiegen können. Betreiber von stillgelegten Kraftwerken in ganz Europa vertrauen diese Cyclife Schweden an, einer Tochtergesellschaft der französischen Elektrizitätsgesellschaft EDF. Sie ist auf die Behandlung radioaktiver Abfälle spezialisiert. Wir baten darum, diesen Dekontaminierungsprozess filmen zu dürfen. EDF war jedoch nicht bereit, uns die Türen seiner schwedischen Anlage zu öffnen.
Stattdessen bot uns EDF an, bei Cyclife Frankreich zu drehen, wo derselbe industrielle Prozess wie in Schweden zum Einsatz kommt. Es handelt sich um einen Schmelzprozess. Radioaktiver Stahl wird in Öfen mit sehr hohen Temperaturen geschmolzen. Nach dem Schmelzen verwandeln sich die Feststoffe in eine glühende Flüssigkeit, die in eine Gießpfanne gegossen wird. Die Strahlung wird auf diese Weise stark reduziert, denn ein Teil der radioaktiven Elemente wird in den Rückständen gebunden, die entfernt werden. Die Radioaktivität des Metalls soll so minimiert werden. Als Endprodukt entstehen die sogenannten Metallbarren. In Frankreich verbleiben diese Barren im Nuklearsektor. Die Metallbarren von Cyclife Schweden dagegen zirkulieren frei auf dem internationalen Metallmarkt. Es muss natürlich geprüft werden, ob diese Teile unter dem in den europäischen Vorschriften festgelegten Freisetzungswert von 0,01 Millisievert pro Jahr liegen. Das ist 300 Mal weniger als die jährliche Dosis der natürlichen Radioaktivität. Bei diesen Metallen wird sichergestellt, dass die enthaltene Radioaktivität sehr, sehr gering ist und zu vernachlässigende Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Wir verkaufen diese Barren an Stahlhersteller oder Unternehmen aus dem Bereich der Metallurgie. Sie können für verschiedene Zwecke verwendet werden, sowohl in der Industrie als auch im Alltag oder im Haushalt. In Form welcher Gegenstände zum Beispiel? Dazu möchte ich lieber nichts sagen, da wir für die Verwendung unserer Materialien nicht verantwortlich sind. Wir verkaufen unsere Metalle nur an die Spezialisten aus dem Bereich der Metallurgie weiter. Diese entsprechen dann natürlichen Materialien, also Rohstoffen. Es gibt dafür ein Zertifikat und Kontrollen, um zu prüfen, dass die Radioaktivität dieser Metalle sehr, sehr gering ist, also zu vernachlässigen. In Deutschland gilt jedes Metall, dessen Strahlenbelastung nachweislich unter 10 Mikrosievert pro Jahr liegt und damit eine sehr geringe Radioaktivität aufweist, als ungefährlich. Die Vorschriften setzen es mit herkömmlichem Material gleich. Der Stahl wird ohne jede Möglichkeit der Rückverfolgbarkeit weiterverkauft. Niemand weiß, welche Autos, Haushaltsgeräte oder andere Dinge Metall aus Kernkraftwerken enthalten. Aus radioaktiv kontaminiertem Altmetall wird neues Metall, werden neue Metallgegenstände gemacht. Theoretisch kann es alles sein. Es kann Löffel und Gabel sein, es kann Kinderspielzeug sein, Autoteile. Alles, was aus Stahl gemacht ist, kann aus radioaktivem Stahl ebenfalls gemacht werden. Und was man nicht vergessen darf, in dem Moment, wo dieser Schrott, diese radioaktiven Abfälle freigemessen wurden, also für nicht mehr gefährlich deklariert wurden, sind sie zwar immer noch genauso strahlend, aber keiner kontrolliert mehr, wie viel, wohin, in welche Hände gelangt und was damit passiert. Also der Markt ist total voll. Es gibt in der deutschen Ärzteschaft, gerade auch auf den Bundesärztetagungen und auch in den Landesärztekammern, einen großen Widerstand gegen diese Form der Freimessung von radioaktivem Müll, eben weil wir mittlerweile wissen, was die gesundheitlichen Folgen von Radioaktivität, überhaupt von ionisierender Strahlung auf die menschliche Gesundheit sind. Es ist unabhängig davon, wie gering die Menge ist, mit der man konfrontiert ist. Jede zusätzliche Strahlendosis erhöht das individuelle Risiko für die Entstehung von strahlenbedingten Krankheiten. Mit der Zeit zeigt sich immer mehr, dass die Radioaktivität größere Risiken birgt als bisher angenommen.
Und wenn sich beispielsweise in einigen Jahrzehnten herausstellt, dass die bisher geltenden Werte nicht ausreichen, um unsere Gesundheit zu schützen, dann wird es zu spät sein. Dann gibt es kein Zurück mehr. Deswegen sollten wir solche Materialien nicht nutzen. Wir brauchen sie nicht. Die Verbreitung von Stahl aus Kernkraftwerken wird weiter zunehmen. Denn Frankreich plant nun ebenfalls, die teure Lagerung von sehr schwach radioaktiven Abfällen aufzugeben und sie stattdessen von Industrieunternehmen recyceln zu lassen. Das französische Umweltministerium bereitet die Veröffentlichung eines entsprechenden Beschlusses vor. Bislang war Frankreich immer ein positives Beispiel für uns in Deutschland. Dass sich das jetzt ändern soll in Frankreich, ist für uns ein Zeichen, dass sich auch dort die Wirtschaftlichkeit durchsetzt gegenüber dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt und somit etwas, dem man entschieden entgegentreten muss. Frankreich verfügt über eine sehr große Anzahl an Kernkraftwerken. Wenn Frankreich nun beginnt, das Recycling von radioaktiven Materialien aus dem Rückbau zuzulassen, kommt da eine sehr große Menge zusammen. Es ist wie das Öffnen der Büchse der Pandora in großem Stil. Die Industrie versucht natürlich, uns zu beruhigen. Man sagt uns, diese Metalle würden nicht in unserem Alltag auftauchen. Doch wir können darauf wetten, dass wir sie schließlich doch in unseren Konsumgütern finden werden. Und es wird sicher keine ernsthaften Kontrollen geben, um den Grad der Dekontaminierung zu überprüfen. Zumal es extrem schwierig ist, einen sehr niedrigen Wert an Radioaktivität in Metallen nachzuweisen. Und schließlich ist davon auszugehen, dass die Industrie diese Kontrollen an von ihr ausgewählte Stellen vergeben wird. Sicher nicht an eine unabhängige Organisation wie die CRIRAD. Am 26. April 1986 explodiert im Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor. Noch 35 Jahre später ist die 30-Kilometer-Zone um Tschernobyl Sperrgebiet. Die 116.000 Einwohner mussten gehen und alles zurücklassen. Die radioaktive Wolke von Tschernobyl zieht über Europa hinweg. Radioaktive Elemente werden noch in Nordamerika und Japan nachgewiesen. Elf kommt es zu einer schweren Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk von Fukushima. Ein Radius von 20 Kilometern um das Kraftwerk wird zum Niemandsland erklärt. Die 90.000 Anwohner werden evakuiert. Diese beiden Katastrophen schockieren die Welt. Dennoch entscheiden sich heute mehrere Länder dafür, die Lebensdauer ihrer alten Reaktoren so weit wie möglich zu verlängern. Steigt das Unfallrisiko nicht mit der Alterung? In Frankreich wurden die Kraftwerke für eine Betriebsdauer von 40 Jahren konzipiert. Dieses theoretische Alter kann jedoch überschritten werden, wenn die französische Atomaufsichtsbehörde ASN der Meinung ist, die Sicherheitsbedingungen seien weiterhin erfüllt. Die vier Reaktoren des Kernkraftwerks Bugey in der Nähe von Lyon wurden 1979 und 1980 in Betrieb genommen. EDF hofft auf eine Betriebsgenehmigung von bis zu 50 Jahren. Dafür lässt der Stromversorger umfangreiche Wartungsmaßnahmen durchführen, um die sogenannte 10-Jahres-Prüfung zu bestehen.
Die 10-Jahres-Prüfung beinhaltet 15.000 Untersuchungen über einen Zeitraum von 3 Monaten. Dazu gehören unter anderem 27.000 Stunden Prüfungen an den Armaturen und mehrere Kilometer Rohrleitungen, die inspiziert werden. Insgesamt sind in dieser Zeit 4.000 Personen vor Ort. Es handelt sich also um eine äußerst umfangreiche Prüfung, die gewährleisten soll, dass das Kraftwerk für mindestens 10 weitere Jahre sicher und funktionsfähig ist. Um die Betriebsverlängerung über 40 Jahre hinaus zu erhalten, muss EDF neben der 10-Jahres-Prüfung auch das sogenannte Grand Carénage-Programm durchführen. Dieses beinhaltet unter anderem außergewöhnliche Arbeiten, wie den Austausch der riesigen Dampferzeuger oder der Turbinen. Die Betriebsverlängerung von Kraftwerken ist teuer, sehr teuer. Laut EDF belaufen sich die Kosten für das Grand Carénage-Programm auf 49 Milliarden Euro. Laut Rechnungshof sogar auf 100 Milliarden Euro. Alle Elemente, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, werden ausgetauscht. Ein Teil kann jedoch nicht ausgetauscht werden, der Reaktordruckbehälter. Er ist jedoch eines der wichtigsten Elemente für die Sicherheit, denn in ihm findet die Kernspaltung statt. Das ist das Reaktorgebäude. Hier befindet sich der Reaktordruckbehälter, in dem die Kettenreaktion stattfindet, also die Wärmeerzeugung. Hier sehen Sie die Deckeloberseite des Reaktorbehälters. Der Behälter liegt 8 Meter tiefer. Er kann nicht ersetzt werden, genauso wenig wie dessen Schutzhülle, das sogenannte Containment. Deshalb werden die Schweißnähte des Behälters alle 10 Jahre Quadratzentimeter für Quadratzentimeter überprüft, um sicherzustellen, dass er mindestens 10 weitere Jahre sicher funktionieren kann. Diese Kontrolle ist existenziell, denn ein Bruch des Reaktordruckbehälters könnte zu einer Nuklearkatastrophe führen. Bestimmte Anomalien werden besonders überwacht. Das sind Risse, die im Stahl einiger Behälter von Anfang an vorhanden sind. Wie hier im AKW Tricastin. Dort wurden kurz vor der Inbetriebnahme im Jahr 1980 rund 20 solcher Anomalien entdeckt. En fait, les défauts que nous avons trouvés dans ces tubulures de cuves sont des défauts de surface, des micro-fissures de surface. Les fissures sont à l'intérieur des pièces, entre la couche d'inox et la partie d'acier ordinaire qui forme le bâti des appareils. Pour EDF, il n'y a aucun danger. Si effectivement ces fissures ne présentent aucun risque, pourquoi avoir attendu 1 an avant d'en parler? Toute industrie de pointe a des problèmes. Ce n'est pas en les dissimulant que l'on dissipera les craintes. In einigen Kraftwerken weisen die Behälter Risse auf. Gibt es auch in Bugey Behälter, die Mängel in der Unterbeschichtung aufweisen? Die Kontrollen stellen sicher, dass sich der Zustand der Metallteile des Behälters im Laufe der Jahre nicht verändert hat. Dann kann der Behälter weiterhin in Betrieb bleiben. Das habe ich verstanden. Aber gibt es in Bugey Behälter, die Risse aufweisen? Die Metallteile weisen einige herstellungsbedingte Eigenschaften auf. Auch ein Reaktorbehälter des Kernkraftwerks Bugey weist Risse auf. Bei 5 Reaktoren französischer Kernkraftwerke wurden rund 30 Mängel aufgelistet. Das ist ein Problem, denn im Reaktor findet ein ständiger Neutronenbeschuss statt. Die recht schnellen Neutronen treffen unaufhörlich auf den Reaktorbehälter. Dabei verändert sich der Stahl. Der Stahl altert. Es kommt zu inneren Versprödungserscheinungen und diese führen dazu, dass die sogenannte Zähigkeit des Stahls abnimmt, insbesondere an den Rissen. Die Zähigkeit ist der Widerstand gegen die Ausbreitung von Rissen. Je älter ein Reaktor ist, je mehr er bestrahlt wird, desto geringer ist diese Zähigkeit. Und irgendwann reicht sie nicht mehr aus, um die Festigkeit des Reaktors zu gewährleisten, wenn die Belastungen auf diese Risse zu groß werden. Die Festigkeit des Reaktordruckbehälters kann auch durch einen Zwischenfall oder Unfall gemindert werden. Eine Störung, menschliches Versagen, ein Erdbeben oder eine Überschwemmung können das Kühlsystem des Reaktorkerns beeinträchtigen.
In diesem Fall muss schnell gehandelt werden, um eine Überhitzung des Reaktors zu verhindern. Dann wird kaltes Wasser in den überhitzten Reaktordruckbehälter eingespritzt. Dies kann jedoch zu einem Bruch des Behälters aufgrund einer Art Kälteschock führen. Bei einem Kälteschock können sich die Risse, wenn sie lang genug sind, unter Druck tatsächlich von selbst ausbreiten. Dann kann es an der rissigen Stelle zu einem plötzlichen Bruch des Behälters kommen. Das Gleiche können Sie beobachten, wenn Sie eine sehr heiße Kaffee- oder Teekanne plötzlich mit kaltem Leitungswasser abkühlen. Wenn das Glas nicht widerstandsfähig genug ist, kann es ganz schnell zerbrechen. Framatome, der Hersteller der Reaktordruckbehälter, hat im Auftrag von EDF eine Studie über deren Bruchfestigkeit durchgeführt. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte diesen Bericht im Namen der Transparenz ein. EDF hat das Dokument zwar weitergeleitet, viele Abschnitte darin waren aber geschwärzt. Thierry de la Roche-Lambert hat die Unterlagen genau studiert. Insbesondere diese Tabellen mit den Faktoren für die Sicherheitsmarge. Die Zahl 1 ist der Referenzwert für die Festigkeit des Reaktorbehälters. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass es keine Sicherheitsmarge mehr gibt. Das heißt, die Risse könnten sich weiter ausbreiten. Alle Zahlen, die über 1 liegen, sind in diesem Dokument sichtbar, aber andere Zahlen wurden geschwärzt. Warum werden die Zahlen verdeckt, die problematisch sind? Sie sagen, die Zahlen seien nicht gut, aber das ist vielleicht nicht der wahre Grund. Ich sehe keinen anderen. Nur die Stellen, an denen es wahrscheinlich ist, dass der Wert unter 1 liegt, sind geschwärzt. Besorgniserregend finde ich vor allem Tricastin und Buget, die anderen weniger. Unsere Interviewanfrage hat EDF abgelehnt. Wir baten daraufhin, uns die vollständige Studie von Framatome zukommen zu lassen. Hier die Antwort des Energieversorgers. Wenn es sich um geheimhaltungsbedürftige Informationen handelt, Sicherheit des Staates, öffentliche oder persönliche Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse betreffend, sind sie in den zu übermittelnden Dokumenten unkenntlich zu machen. Das französische Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit, IRSN, unterstützt die Atomaufsichtsbehörde ASN in technischen Fragen. Es hat eine neue Methode zur Risikobewertung entwickelt, die auch von EDF angewandt wird. Eine Weiterentwicklung der Methode für die 10-Jahres-Prüfung der 40 Jahre alten Reaktoren. Diese Prüfung entscheidet, ob ihre Betriebszeit auf bis zu 50 Jahre verlängert werden kann oder nicht. EDF hat einige ihrer Berechnungsmethoden weiterentwickelt. Dadurch kommen einige Berechnungen auf einen Sicherheitswert von unter 1. Daraus lässt sich aber kein höheres Risiko einer ungeplanten Spannungsentladung ableiten. Laut IRSN, das das vollständige Dokument eingesehen hat, sind die Ergebnisse nicht beunruhigend. Die Tatsache, dass EDF sie unkenntlich macht, wirft dennoch weiterhin Fragen auf. Ich schätze meine Kollegen vom IRSN sehr. Doch meiner Meinung nach sollten sie vorsichtiger sein, um sicherzugehen, dass wir in den nächsten 10 Jahren nicht in den Risikobereich geraten. Momentan wird dieses Risiko vielleicht als vernachlässigbar angesehen, doch die Reaktoren sind gealtert. Nicht nur Frankreich verlängert die Laufzeit seiner alten Reaktoren. In der Schweiz streben die Betreiber des AKW Betznau im Kanton Aargau eine Laufzeit von 60 Jahren an. Die USA haben dem Kernkraftwerk Turkey Point im Bundesstaat Florida sogar eine Lizenz bis zu 80 Jahren Stromproduktion erteilt. Nur weil ein Kraftwerk 40 Jahre alt wird, muss es nicht plötzlich zu einem Unfall kommen. Die Sicherheitsmarge wird einfach immer geringer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass EDF eine Laufzeit bis zu 60 Jahren beantragen wird. Einige Länder haben diese Verlängerung bereits genehmigt. Ich denke, dass sie damit ein hohes Risiko eingehen. Das Risiko ist bekannt. Man kann es akzeptieren oder nicht. Dies ist keine technische, sondern eine politische Entscheidung. Akzeptiert die Bevölkerung die Tatsache,
dass es zu einem Unfall in einem Kraftwerk an der Rhone, der Loire, der Seine oder am Meer kommen kann. Und dass dies die Evakuierung von Hunderttausenden Menschen bedeuten würde. Das ist doch die Frage. Werden die Bürgerinnen und Bürger ausreichend über das Atomrisiko informiert? Ende 2021 reichte ein leitender Angestellter des Kraftwerks Tricastin in Südfrankreich eine Klage gegen EDF ein, unter anderem wegen Gefährdung für Leib und Leben. Er wirft der Geschäftsleitung das Vertuschen von Zwischenfällen vor. Der Fall ist noch anhängig. Bisher hat es in Frankreich keinen schweren Unfall gegeben. Doch zweimal war es knapp davor. Le 17 octobre 1969, il y eut un accident dans la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Le réchauffement brutal a fait fondre l'uranium de 5 cartouches avec rupture de leur gaine de protection. Diesem Unfall folgte 1980 ein weiterer, bei dem es erneut zu einer beginnenden Kernschmelze kam. Eine nukleare Explosion konnte nur knapp verhindert werden. 2015 wurde bei einer Analyse von Sedimenten aus der Loire Plutonium, ein äußerst gefährliches radioaktives Element, nachgewiesen. Laut einer Stellungnahme des IRSN sei es möglich, dass dieses Plutonium bei den beiden Unfällen im EDF-Kraftwerk freigesetzt wurde. Die Menge sei jedoch so gering, dass die Auswirkungen auf die Gesundheit als vernachlässigbar betrachtet werden können. Doch Radioaktivität wird auch ohne Zwischenfälle freigesetzt. Weltweit leiten Atomkraftwerke täglich giftige Stoffe in Flüsse und Meere ein. Vor allem Tritium, ein radioaktives Isotop, das nicht zu beseitigen ist. In Frankreich analysiert EDF regelmäßig den Tritiumgehalt in den Flüssen, um sicherzustellen, dass die Einleitungen die Grenzwerte nicht überschreiten. Ist diese Selbstkontrolle zuverlässig? Anwohner wie Jean-Yves Busson ziehen es vor, eigene Proben zu entnehmen. Diese lässt er vom unabhängigen Labor Accro untersuchen. Wir entnehmen jeden Monat in der Loire bei Saumur Wasserproben. Am rechten Ufer, in der Mitte der Brücke, am linken Ufer und im Trinkwasser in einem kleinen Bistro nebenan. Das Wasser, das hier unter der Brücke hindurchfließt, kommt von weit her. Es fließt durch Belleville, wo es zwei Reaktoren gibt. Es fließt durch Dampierre mit 4 Reaktoren und durch Saint-Laurent-des-Eaux. Es fließt auch am AKW Chinon vorbei. Das Wasser wird also ständig radioaktiv belastet. Wir können die Proben nicht genau an dem Tag entnehmen, an dem insbesondere das Kernkraftwerk Chinon Abwasser in die Loire einleitet. Denn EDF weigert sich, diese Daten zu liefern. So gehen wir ein wenig nach dem Zufallsprinzip vor. Die Loire versorgt einen Großteil des Departements Maine-et-Loire mit Wasser. Das sind mindestens 300.000 bis 400.000 Menschen. Auch der Großraum Nantes wird in großen Teilen von der Loire versorgt. Das von EDF freigesetzte Tritium gelangt in das Trinkwasser aus dem Wasserhahn und weiter in den Körper und den Urin der Menschen. Denn es kann nicht gefiltert werden. Ohne die Kontamination durch die Kernkraftwerke liegt der Tritiumgehalt in den Flüssen unter einem Becquerel pro Liter. Im Januar 2019 haben Anwohner 310 Becquerel pro Liter gemessen. Wir waren sehr überrascht, weil dies völlig außerhalb der üblichen Werte lag. Das haben wir per Zufall entdeckt. Wir entnehmen einmal pro Monat unsere Proben und in diesem Fall war es eben genau in diesem Moment. Da fragt man sich natürlich, ist die Kontamination an anderen Zeitpunkten genauso hoch? Laut Weltgesundheitsorganisation ist ein Wert unter 10.000 Becquerel pro Liter gesundheitlich unbedenklich. Gesetzlich ist in Frankreich aber eine Alarmschwelle von 100 Becquerel pro Liter festgelegt. Bei einem höheren Wert ist EDF verpflichtet, die Behörden zu informieren.
An dem Tag, an dem 310 Becquerel gemessen wurden, hat EDF jedoch keine Meldung gemacht. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Das Institut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit, IRSN, hat über mehrere Monate täglich Messungen in der Loire durchgeführt. Das Ergebnis? Es wurde kein neuer Höchstwert festgestellt. Stattdessen kamen andere Missstände zum Vorschein. Das ist ein sogenannter Hydrokollektor, eine Art Lastkahn der EDF, um an dieser Stelle Wasser zu entnehmen. Mit dem Ziel, die Auswirkungen der Einleitungen des Kraftwerks Chinon stromabwärts zu analysieren. Der Hydrokollektor befindet sich unterhalb der vier Kraftwerke an der Loire. An dieser Stelle wird der Fluss durch eine Sandbank geteilt. EDF hat seinen Kollektor an der Seite angebracht, an der der Wasserdurchfluss am engsten und schwierigsten ist. An dem Tag, an dem die Menschen 310 Becquerel pro Liter gemessen haben, lag der von EDF bestimmte Wert bei 35 Becquerel pro Liter. Eine erstaunliche Differenz. Wir und auch das IRSN haben einige Zweifel an der richtigen Positionierung dieses Hydrokollektors. Dieser liegt vor einer Insel. Der Flussarm, der daran vorbeifließt, ist sehr schmal. Der Großteil der Strömung fließt auf der anderen Seite. Und das IRSN vermutet deshalb, dass dieser Hydrokollektor die Einleitungen von Chinon nicht oder nicht immer misst. Das IRSN hat tatsächlich herausgefunden, dass nicht das gesamte von EDF mit Tritium kontaminierte Wasser in der Nähe des Hydrokollektors vorbeifließt. Die Messungen sind daher möglicherweise niedriger als die tatsächliche Verschmutzung. Das IRSN führte auch Messungen mit einem eigenen Hydrokollektor durch. Allerdings wurden auch dabei nicht die Höchstwerte gemessen, da er an derselben Stelle wie der EDF-Kollektor platziert war. Warum an derselben Stelle? Das ist eine doppelte Kontrolle, um die Messungen am gleichen Ort zu vergleichen. Aber wir tun das nicht immer an derselben Stelle. Wäre es nicht geschickter gewesen, ihn auf der anderen Seite zu platzieren? Doch. Unsere Untersuchungen zeigen tatsächlich Bereiche, in denen die Vermischung nicht ideal ist. Je nach der Durchflussmenge der Loire, bei Niedrig- oder Hochwasser, ist die Wasserzirkulation unterschiedlich. Und es kann sein, dass die Messungen nicht den genauen Wert der Einleitungen wiedergeben. Die Lösung wäre, kein Tritium in die Loire einzuleiten. Das Wasser der Loire ist eine wichtige Ressource für alle Lebewesen in dieser Gegend und für die Menschen, die täglich ihr Trinkwasser aus diesem Fluss beziehen. Die Frage um richtige oder falsche Messungen ist ein Scheinproblem. Wir wollen uns nicht mit diesen technischen Aspekten befassen. Das lenkt nur von der Frage ab, ob die Atomkraft nicht endlich abgeschafft werden sollte. Wasser ist ein Allgemeingut. Soll die Tatsache, dass Kraftwerke radioaktive Stoffe in die Natur freisetzen, als normal angesehen werden? Soll radioaktive Verschmutzung verharmlost und akzeptiert werden, weil sie ja nur verdünnt in Erscheinung tritt? Kernkraftwerke dürfen Dutzende künstlich erzeugte radioaktive Stoffe in die Flüsse einleiten. In erster Linie Tritium und Kohlenstoff 14. Beide chemischen Elemente haben eine relativ lange Halbwertszeit. Tritium verliert die Hälfte seiner Radioaktivität nach 12 Jahren. Bei Kohlenstoff 14 beträgt die Halbwertszeit 5730 Jahre. Man wird diese Stoffe also noch sehr lange in der Umwelt nachweisen können. Als Argument wird der Nutzen angeführt, den diese Industrie bringt. Ob dem so ist, kann jede Bürgerin und jeder Bürger selbst entscheiden. Aber einen Nutzen gibt es tatsächlich. Das Kraftwerk erzeugt Strom. Und das führt unweigerlich zur Einleitung von Stoffen in die Umwelt.
Bei der radioaktiven Strahlenbelastung gibt es keine Unbedenklichkeitsschwelle. Selbst 10 oder 30 Becquerel pro Liter sind zu viel im Vergleich zum natürlichen Wert, der unter einem Becquerel pro Liter liegt. Tritium ist eine radioaktive Substanz. Sie ist mutagen und genotoxisch. Sehr viel Trinkwasser wird aus Flüssen gewonnen, aus der Rhone, der Loire, der Seine oder der Garonne. Schwangere Frauen und Säuglinge werden also mit angeblich trinkbarem Wasser versorgt, das jedoch ein künstliches radioaktives Element enthält, das direkt aus dem Reaktorkern der Atomkraftwerke kommt. Das darf nicht sein. Und wenn Tritium aus Kernkraftwerken im Leitungswasser gefunden wird, heißt das, dass das Wasser flussabwärts des Kernkraftwerks entnommen wird. Das bedeutet auch, dass im Falle eines Unfalls die gesamte Wasserressource betroffen ist. Die Einleitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt wird in Europa kaum öffentlich diskutiert. In Japan ist das anders. Die Menschen protestieren gegen diese unzähligen Tanks, die derzeit rund um das Kraftwerk Fukushima gelagert werden. Sie enthalten 1 Million Tonnen mit Tritium verseuchtes Wasser. Wasser, das nach dem Atomunfall zur Kühlung des Reaktorkerns in die Anlage eingespritzt wurde. Es wurde offiziell bestätigt, dass die japanischen Gesundheitsstandards eingehalten und die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden. Deshalb ging die Regierung davon aus, das aufbereitete Wasser wieder in den Ozean zurückleiten zu können. Japan will das Wasser ab 2023 schrittweise in den Pazifischen Ozean einleiten. Dies hätte laut offizieller Erklärungen keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen, da es vor der Küste ausreichend verdünnt werde. Die Entscheidung löste einen internationalen Skandal aus. In den Nachbarländern gab es Proteste bis in die höchsten Verwaltungsebenen. Japan sollte die Entsorgung von kontaminiertem Wasser aus Fukushima überdenken. Wir haben ernsthafte Bedenken gegenüber Japans Absicht geäußert. Und wir hoffen, dass die japanische Regierung in dieser Sache transparent sein wird. Dass sie die betroffenen Länder über ein mögliches Strahlenrisiko informiert, das sich aus dieser Entsorgung ergibt. In Fukushima wird heute darüber diskutiert, ob der Inhalt der Tanks zurück ins Meer geleitet werden soll. Aber in La Hague wird innerhalb von 2,5 Wochen genau dieselbe Menge ins Meer geschüttet. Die Wiederaufbereitung bringt eine enorme Verschmutzung mit sich. Ich bezeichne dies als permanenten Atomunfall. Nicht so auffallend wie bei einem echten Unfall, aber wir haben es permanent mit einer sehr hohen Kontamination zu tun. La Hague in der Normandie. Die Wiederaufbereitungsanlage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, denn hier lagert die weltweit größte Menge an hochradioaktiven Abfällen. An diesem Ort werden große Mengen Tritium freigesetzt. Im Wasser befindet sich ein unsichtbares Rohr. Nach unseren Berechnungen wurde über dieses Rohr im Jahr 2020 in weniger als einem Monat dieselbe Menge Tritium eingeleitet, die in den 1000 Tanks von Fukushima enthalten ist. Auch zahlreiche andere Radionuklide und toxische Elemente gelangen hier ins Wasser. All dies ist eine Folge der hier durchgeführten Wiederaufbereitung. Betreiberin der Anlage ist die Urano-Gruppe, ehemals Areva. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als weltweit führend bei der Wiederaufbereitung abgebrannter Brennstoffe. Der multinationale Konzern befindet sich zu 2/3 im Besitz des französischen Staates und präsentiert sich als Vorbild für die umweltfreundliche Verwertung radioaktiver Abfälle. Bonjour. Guten Tag. Hier stehen wir vor einem der 4 Abklingbecken am Urano-Standort La Hague.
In diesen Becken befinden sich abgebrannte Brennelemente, die im Durchschnitt 4 Jahre in einem Kernkraftwerk genutzt wurden. Sie gelten als verbraucht, haben aber weiterhin ein hohes Energiepotenzial. Unsere Aufgabe ist es, diese Brennelemente zu recyceln, um die Wertstoffe zu extrahieren. In der Wiederaufbereitungsanlage La Hague erfolgt die Trennung der verschiedenen Bestandteile des abgebrannten Kernbrennstoffs. 4% der abgebrannten Brennelemente bestehen aus nicht wiederverwertbaren Spaltprodukten. 1% Plutonium wird zurückgewonnen und zu sogenannten MOX-Brennelementen recycelt, die wieder in Kernreaktoren eingesetzt werden können. Die restlichen 95% bestehen aus wiederaufbereitetem Uran, das laut Orano ebenfalls wiederverwertet wird. Abgebrannte Kernbrennstoffe können zu 96% wiederverwertet werden. Das ist eine sehr gute Recyclingrate. Das Recycling hat mehrere Vorteile. Mit den Wertstoffen, die in den Kernbrennstoffen enthalten sind, kann erneut Elektrizität produziert werden. Es müssen also keine Uranerze abgebaut und keine natürlichen Ressourcen verbraucht werden. Das Uran, das in La Hague aus abgebrannten Brennelementen gewonnen wird, wird nach Südfrankreich an den Orano-Standort Tricastin transportiert. So sammeln sich an diesem Standort beachtliche Mengen von wiederaufbereitetem Uran an, über 30.000 Tonnen. 96% der Brennstoffe werden wiederverwertet. 1% Plutonium und 96% Uran werden extrahiert und sicher gelagert. So bleiben diese Elemente als Wertstoffe erhalten und bilden eine strategische Reserve für unsere Kunden. Plastik wird recycelt, wenn es zum Beispiel für die Herstellung einer neuen Plastikflasche verwendet wird. Ja. Aber solange es nicht zu einer Plastikflasche geworden ist, ist es nicht wirklich wiederverwertet. Es ist wiederverwertbar. Genau. Kann man also sagen, 96% werden tatsächlich recycelt? 96% sind wiederverwertbar. Wenn Sie so wollen. Es wird permanent Propaganda betrieben. Die Dinge werden extrem vereinfacht dargestellt, unter dem Vorwand der Verständlichkeit. Aber letztendlich werden sie verfälscht. Es gab diese Werbeplakate, auf denen stand, 96% dieser Stoffe werden wiederverwertet. Aber das stimmt nicht. Die Wiederverwertung könnte jedoch bald Realität werden. EDF hat angekündigt, das wiederaufbereitete Uran ab 2023 für den Betrieb seines Kraftwerks Cruas im Departement Ardèche verwenden zu wollen. Dafür muss das Uran jedoch zunächst umgewandelt werden, und das ist nicht so einfach. Will man aufbereitetes Uran wiederverwenden, muss es erneut angereichert werden. Der Kunde wählt den Anreicherungsstandort aus, das Uran wird wieder in Brennstoff umgewandelt und kann dann im EDF-Kraftwerk Cruas erneut genutzt werden. Wo lässt EDF dieses Uran anreichern? In welcher Anlage? Das entscheidet EDF. Man könnte meinen, dass Orano das übernimmt. Aber Orano hat dafür nicht die nötigen Anlagen. Also schickt EDF das Uran nach Sibirien. Es kommt nach Russland, damit es dort angereichert wird. Greenpeace kennt dieses Vorgehen gut. Bereits in der Vergangenheit wurde Uran wiederverwertet. 10 Jahre lang, bis 2013. Damals wurden ganze Konvois mit Uran nach Sibirien geschickt, wo sich eine der wenigen Anlagen zur Urananreicherung befindet. Greenpeace depuis plusieurs mois déjà s'oppose à ces exportations. Die Umweltorganisation warf EDF damals Greenwashing vor. Greenpeace zufolge wollte EDF unter dem Deckmantel des sauberen Recyclings vor allem seine störenden Uranbestände loswerden.
Über 90% des Materials wird als Atommüll in Sibirien zurückbleiben. Auch deshalb schickt EDF sein Uran dorthin. Denn es kommen große Mengen Uran zusammen und niemand weiß, wohin damit. Dadurch entledigt man sich nebenbei 90% des Abfallvolumens. Es bleibt ein schmutziges Geschäft. Man entsorgt seine Abfälle, indem man sie zum Nachbarn bringt. Man will sie einfach nur loswerden. 96% der Brennstoffe werden wiederverwertet. Wird sich diese Aussage von Urano bewahrheiten, wenn das recycelte Uran im AKW Kruyas eingesetzt wird? Wir fragten bei EDF nach, wie viele der 33.000 in Tricastin gelagerten Tonnen verarbeitet werden sollen. Wir erhielten darauf keine Antwort. Laut eines Berichts des Rechnungshofs soll der Bestand bis 2033 jedoch nur geringfügig abnehmen. Wir sind sehr weit davon entfernt, 33.000 Tonnen Material wiederzuverwenden. Im gesamten Zyklus sind es nur einige hundert Tonnen, also sehr wenig. Die Wiederverwendung wird also marginal bleiben. Die Anlage in La Hague ist unnötig und überholt. Sie hat keinen Sinn mehr. Das Risiko eines Atomunfalls besteht und ganz Europa könnte darunter leiden. Und das alles, um den Mythos der Wiederaufbereitung, des sogenannten Recyclings, weiterleben zu lassen. Dafür hinterlassen wir den kommenden Generationen die große Last des Rückbaus und der Lagerung des Abfalls. Am Ende der Wiederaufarbeitung der Brennelemente stehen 1% recyceltes Plutonium und 95% noch nicht recyceltes Uran. Übrig bleiben 4% Spaltprodukte, die nicht wiederverwertet werden können. Diese sind hochradioaktiv und werden verglast, das heißt mit glasbildenden Stoffen zu Glas geschmolzen. Der verglaste radioaktive Abfall wird in Lagerröhren eingestellt, hier an diesen Kreisen zu erkennen. 18.000 solcher Behälter lagern heute in La Hague. Das Ergebnis aus 40 Jahren Stromproduktion in französischen Atomkraftwerken. Sie warten auf ihren endgültigen Bestimmungsort. Einen monumentalen unterirdischen Nuklearfriedhof, der in Bure in Ostfrankreich geplant ist. In vielen Ländern in Asien, Amerika und Europa werden mehrere geologische Tiefenlager für hochaktive Abfälle getestet. Am weitesten fortgeschritten ist das Endlager Onkalo in Finnland. Es liegt in 400 Metern Tiefe. Gegen 2025 soll dieses Atomgrab die ersten Fässer aufnehmen. Die geologische Tiefenlagerung ist weltweit die bevorzugte Lösung für die Lagerung langlebiger, hoch- und mittelaktiver radioaktiver Abfälle. Den besten Standort, den wir in Frankreich momentan dafür haben, ist das Lager Buhr in Ostfrankreich mit seinem Tongestein. Vorerst hat die französische Agentur für die Entsorgung radioaktiver Abfälle Andra in Buhr nur ein sogenanntes Felslabor eingerichtet. Ein Vorgeschmack auf CIGEO, das geplante französische Endlager. Wenn die französische Atomaufsichtsbehörde ASN zustimmt, wird es ab 2025 in Buhr gebaut und kann ab 2035 die ersten Abfälle aufnehmen. Wir befinden uns hier im Hauptschacht des unterirdischen Labors und werden jetzt 7 Minuten lang nach unten fahren, zur Hauptebene des Labors in 490 Meter Tiefe. Das Labor wurde im Tongestein eingerichtet, das auch das künftige Endlager CIGEO beherbergen soll. Andra experimentiert verstärkt mit diesem Gestein, das radioaktive Stoffe zurückhalten soll.
Der Großteil der Sensoren ist gar nicht sichtbar. Die Sensoren befinden sich in Bohrlöchern, die oft weit von den unterirdischen Tunneln entfernt sind. Wir haben 26.000 Messpunkte eingerichtet, die uns täglich Millionen von Daten liefern. Wir betreiben in diesem unterirdischen Labor sehr umfassende und genaue Forschungsarbeiten. Die Ergebnisse können die langfristige Sicherheit der Lagerung garantieren. CGO, eine futuristische Deponie, deren Kosten auf 25 Milliarden Euro geschätzt werden, mutet an wie ein Science-Fiction-Szenario. In 500 Metern Tiefe wird ein 270 Kilometer langes Labyrinth gegraben. Auf der einen Seite befinden sich die Kammern, in denen die verglasten hochaktiven Abfälle, HLW, dauerhaft gelagert werden sollen. Auf der anderen Seite der Bereich für die langlebigen mittelradioaktiven Abfälle. Hier befinden sich in erster Linie Metallrohre, die das Uran aus den Brennelementen enthalten. Diese beiden Sorten Abfälle werden mehrere hunderttausend Jahre extrem gefährlich bleiben. Die Abfallpakete kommen per Zug. Die mittelradioaktiven Abfälle werden in Betonbehälter, die hochaktiven in Stahlzylinder verpackt. Alle Schritte sind automatisiert, ohne menschlichen Eingriff. Automatisierte Shuttles werden die extrem gefährlichen Abfälle nach unten bringen und in den Lagerkammern deponieren. Hier sehen Sie einen Prototyp einer Lagerkammer für hochaktive Abfälle. Dies sind die am stärksten radioaktiven Abfälle. Sie sollen nacheinander in solche Röhren geschoben werden. Hochaktive Abfälle, die gerade erst produziert wurden, sind sehr gefährlich. In ihrer Nähe erhält man in wenigen Sekunden oder Minuten eine tödliche Strahlendosis. Die langfristige Sicherheit der Tiefenlagerung entsteht durch das Tongestein. Dieses Gestein kann die radioaktiven Elemente, die sich in den hoch- und mittelradioaktiven Abfällen befinden, langfristig einschließen. Man könnte es als undurchlässig bezeichnen. Wasser fließt nur sehr langsam durch den Ton. Um 10 Meter zu durchdringen, braucht es 1 Million Jahre. Die radioaktiven Elemente werden also nicht weitergetragen. Doch das in CGO meist gefürchtete Risiko ist nicht Wasser, sondern Feuer. 2018 wies die französische Atomaufsichtsbehörde ASN auf eine besonders leicht entzündliche Abfallart hin. Die in Bitumen fixierten langlebigen mittelaktiven Abfälle. Radioaktiver Schlamm, der in einer Matrix aus Bitumen eingeschlossen ist. Dieser soll 18% der geplanten Lagermenge ausmachen. Beim IASN waren wir vom Brandschutz nicht vollständig überzeugt. In diesem speziellen Fall handelt es sich um Abfälle, die in Bitumen eingebettet sind. Diese Abfälle haben die schlechte Eigenschaft, in bestimmten Fällen chemisch reaktiv zu werden. Ein externer Brand wäre an sich nicht so schlimm, da man das Feuer in der Regel schnell löschen kann. Werden die Abfallpakete aber zu stark erhitzt, können sie selbst reaktiv werden und somit Wärme erzeugen. Das heißt, das Brandrisiko und sogar eine Brandausbreitung bleibt bestehen. Doch das muss auf jeden Fall verhindert werden. Ein solches Risiko ist in einer unterirdischen Umgebung nicht tolerierbar. Bertrand Thuillier wohnt 30 Kilometer von Bure entfernt. Er hat sich gefragt, ob CGO einem unterirdischen Feuer standhalten würde. Dafür hat er einen Versuch mit dem Gestein aus dem Felslabor von Bure durchgeführt. Dem Tongestein, in dem die Lagerstätte errichtet werden soll. Ich werde den Stein jetzt erhitzen.
Das Gestein kann bei Feuer explodieren und ist daher extrem gefährlich. Sie sehen, dass der Stein bei Hitze vollständig zerfällt. Das ist ein enormes Risiko für das Personal, aber auch für das Material. Wie soll man unter solchen Bedingungen die Abfallpakete bergen? Das ist wirklich extrem gefährlich. Passen Sie auf. Darin sehe ich das Hauptproblem. Dieser Stein hier ist durch Feuer und Hitze vollständig zerfallen. Und in diesem Fall war es ja kein großer Brand mit starker Hitzeentwicklung. Trotzdem ist das gesamte Stück in wenigen Minuten vollständig zerfallen. Um die Reaktion des Gesteins von Buhr besser zu verstehen, haben wir dieses Experiment einem internationalen Experten für die Tiefenlagerung von Abfällen gezeigt. Dieses Experiment zeigt tatsächlich, dass ein Gestein mit einer schlechten Wärmeleitfähigkeit sich ausdehnt und schuppenartig aufplatzt. Das ist richtig. Es ist bekannt, dass Tongesteine eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Schließlich haben wir die Widerstandsfähigkeit von Ton mit der von Granit verglichen, dem Gestein, das für einige Lagerstätten wie Onkalo in Finnland ausgewählt wurde. Links ist Tongestein aus Buhr, rechts Granit. Können die Tunnel des Endlagers CGO, die mit Beton verstärkt sind, einem unterirdischen Brand standhalten? Das Gestein wird sich auf jeden Fall erwärmen. Die Frage ist nur, mit welcher Geschwindigkeit und wie stark diese Erwärmung auf den Beton und das dahinterliegende Tongestein einwirken wird. Reicht dies aus, um eine Situation zu erzeugen, die zur Bildung von Rissen führt? Ich persönlich glaube, dass es bei einer Erhitzung durch einen Brand, und das wäre durch einen Versuch zu überprüfen, zu inneren Rissen hinter dem Beton kommen wird. Wenn der Beton über einen langen Zeitraum, von sagen wir 2 Stunden, stark erhitzt wird, kann es sein, dass er bricht. Doch das wäre ein lokales Phänomen. Es würde also nur ein begrenztes Gebiet des Endlagers betreffen. Wird man den radioaktiven Abfall im Falle eines Brandes leicht bergen können? Nein. Das ist kompliziert, langwierig, teuer und riskant. Sollte ein Feuer ausbrechen, kommt es wahrscheinlich zu einigen Schäden dieser Art. Das Gestein bröckelt, wenn es direkt in Kontakt mit dem Feuer kommt. Aber die Tunnel sind ja von einer dicken Betonschicht umgeben, die das auffangen kann. Auch wenn sie selbst einige Risse bekommen würde. Der Druck dahinter ist aber so groß, dass sich solche Phänomene nicht sehr weit ausbreiten können. Die Folgen eines Brandes auf das Gestein als solches sind nur ein Aspekt, der in einem Sicherheitsnachweis berücksichtigt werden muss. Es geht auch um die Frage, ob ein Unfall zu inakzeptablen Freisetzungen führt. Deshalb werden auch die möglichen Auswirkungen eines Brandes in CGO außerhalb des Geländes untersucht. Bisher konnten die Studien keine inakzeptablen Folgen nachweisen. Halten Sie es für eine gute Idee, brennbare Abfälle in ein Gestein einzuschließen, das Hitze und Flamme nicht verträgt? Ich würde sagen, es ist sicher besser, dort keine brennbaren Abfälle zu lagern. Das ist keine gute Idee.
Ein Großbrand hätte bei diesen Abfällen zur Folge, dass erhebliche Mengen an Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt würden. Die genauen Folgen sind aber nur schwer abzuschätzen. Das hängt unter anderem davon ab, wie gut die Filtersysteme funktionieren. Würden diese radioaktiven Stoffe ohne jegliche Barrieren oder Filter austreten, hätte das ärmste Folgen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch die Strahlendosis wäre, aber sicher ziemlich hoch. Weder Andra noch IRSN noch die Experten wollen einen Brand gänzlich ausschließen. Das amerikanische Endlager WIP ist das beste Beispiel dafür. Es kann zu Reaktionen kommen, die nicht kontrollierbar sind. Das WIP, Waste Isolation Pilot Plant, ist ein amerikanisches Tiefenlager für militärischen Atommüll. Es wurde als vorbildliches Sicherheitsmodell angepriesen, entwickelte sich aber bald zu einer Katastrophe. 2014 gerät ein Lastwagen in Brand. Das Feuer kann schnell unter Kontrolle gebracht und die Katastrophe noch einmal abgewendet werden. Ebenfalls 2014 explodiert ein Fass und setzt radioaktive Elemente bis außerhalb des Geländes frei. Etwa 20 Mitarbeiter werden leicht kontaminiert. Die Explosion eines einzigen Fasses erfordert 3 Jahre Aufräumarbeiten zur Dekontaminierung des Untergrunds. Die Anlage kann erst 2017 wieder geöffnet werden. WIP war ein Fehlschlag und es ist längst nicht der einzige. Eine andere Tiefenlagerung in einem ehemaligen Salzbergwerk in Asse in Deutschland endete ebenfalls in einem Fiasko. Ende der 60er Jahre wurden dort über 120.000 Fässer deponiert. Heute ist das Gestein gerissen, Wasser ist eingedrungen, wurde radioaktiv verseucht und stellt somit eine Bedrohung für das Grundwasser dar. Asse erweist sich als Umweltkatastrophe und Geldvernichtungsmaschine. Eine Anlage nach der anderen funktioniert nicht mehr. Es gibt bis heute kein einziges Projekt, das funktioniert hat. Keins. Die Leute wären sicher beruhigter, wenn die Experten die Wahrheit sagen und zugeben würden, dass auch sie nicht alles wissen. Sie sollten den Mut haben, in der Öffentlichkeit klar und deutlich zuzugeben, dass auch sie nicht alles wissen können. Meiner Meinung nach ist die gesamte Strategie der geologischen Tiefenlagerung verfrüht und im Grunde genommen ein Zeichen wissenschaftlicher Arroganz. Und diese sollte man sich nicht erlauben angesichts von Materialien, die für Millionen von Jahren problematisch bleiben werden. Ich sage Arroganz, weil man heute bei der geologischen Tiefenlagerung behauptet, man sei sich sicher, dass die Abfälle für mindestens 100.000 Jahre nicht in die Biosphäre zurückkehren werden. Wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, etwas behaupten zu können, das in 100.000 Jahren sein wird, dann nenne ich das Arroganz, wissenschaftliche Arroganz. Im Jahr 2150 sollen alle Eingänge von CGO für die Ewigkeit versiegelt sein. Dann wird es nicht mehr möglich sein, in die Tunnel hinabzusteigen, um Abfallpakete herauszuholen. Einige Experten sind dagegen. Sie plädieren für eine weniger tiefe und weiterhin zugängliche Lagerung. Man muss diese Abfälle unterirdisch in 30, 50 oder 100 Meter Tiefe
oder im Inneren eines Berges in sicheren, gut belüfteten Höhlen lagern, wo man sie bergen kann. Dort kann man sie 100 oder 200 Jahre liegen lassen, bis man bessere Techniken für die Entsorgung dieser Abfälle entwickelt hat. Atomkraft war lange Zeit verpönt. Doch seit einigen Jahren erlebt sie in der französischen Öffentlichkeit ein Comeback. Es gibt sogar die Bewegung der pro-nuklearen Umweltschützer. Mitten in der sogenannten grünen Welle der Wahlen wird Fessenheim geschlossen. Die CO2-Emissionen steigen, Arbeitsplätze gehen verloren. Man tötet eine ganze Region. Mirto Tripathi, ehemalige Führungskraft beim französischen Atomkonzern Areva, hat den Verein Voix du Nucléaire gegründet. Am Tag nach der Schließung des französischen Atomkraftwerks Fessenheim organisierte sie diese Demo vor dem Sitz von Greenpeace. Ich glaube, dass in den Medien allgemein und auch durch die Popkultur ein ebenso negatives wie falsches Bild von der Kernenergie entstanden ist, das sehr lange aufrechterhalten wurde. Wir waren und sind alle Umweltaktivisten, Sympathisanten und Unterstützer von Greenpeace, bevor wir zu Befürwortern von Atomkraft wurden. Deshalb haben wir dieses Happening gemacht. Wir wollten Greenpeace zeigen, wir verstehen nicht, dass sie ihre Ideale und eigenen Überzeugungen zum Klima und zur Umwelt verraten, indem sie ihr Anti-Atomkraft-Dogma über den Klimaschutz stellen. Die Atomindustrie hat schon immer alle möglichen Argumente angeführt. Atomenergie sei kostengünstig, ungefährlich etc. Dann kam Fukushima und jetzt steigt der Preis für Atomstrom. Also muss jetzt ein neues Argument her. Das Klima. Die neuen Atomkraftbefürworter werden in den Medien und sozialen Netzwerken immer präsenter. Sie setzen sich insbesondere für die Erneuerung des französischen Atomparks ein. Unsere energiepolitische und ökologische Zukunft hängt von der Kernenergie ab. Wir brauchen eine politische Grundlage, die es uns ermöglicht, in Zukunft neue Reaktoren und neue EPR-2-Kraftwerke zu bauen. Umfangreiche Studien müssen diese Baumaßnahmen gut vorbereiten. Frankreich baut derzeit in Europa mehrere EPR-Kraftwerke der neuen Generation. Bei allen Baustellen kommt es zu erheblichen finanziellen Entgleisungen. Bei den beiden EPR im englischen Hinkley Point entstanden bereits Mehrkosten von rund 3 Milliarden Euro, obwohl mit dem Bau erst 2019 begonnen wurde. Noch schlimmer ist die Lage in Finnland. Der veranschlagte Preis für einen einzigen EPR hat sich fast verdreifacht und wird 2023 voraussichtlich über 12 Milliarden betragen. Der EPR im französischen Flamanville bricht alle Rekorde. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 3 Milliarden belaufen sich heute laut Rechnungshof auf über 19 Milliarden. Der Bau neuer EPR-Kraftwerke erfordert solide Finanzen. Der französische Energiekonzern EDF, der zu über 80% dem Staat gehört, hat jedoch über 40 Milliarden Euro Schulden. Der Kampf um die Kernenergie ist also auch ein Kampf um ihre Finanzierung. Dieser wird hinter den Kulissen in Brüssel ausgetragen. Seit 2018 haben die Befürworter der Atomenergie intensive Lobbyarbeit betrieben, damit Atomkraft als grüne Energie eingestuft wird. Es handelt sich um ein neues Label der EU-Kommission. Nur Energien, die als nachhaltig anerkannt sind, können in diese neue Klassifizierung aufgenommen werden. Sie werden dann von den Finanzmärkten als zukunftsträchtig eingestuft und können von hohen öffentlichen und privaten Investitionen profitieren. Die mächtige Lobbyorganisation Foratom ist in Brüssel besonders aktiv. Sie vertritt die Atomindustrie von 15 europäischen Ländern.
Viele potenzielle Investoren wollen investieren, weil sie glauben, dass sich etwas ändern wird. Sie wollen, dass ihre Investitionen als grüne Investitionen oder zumindest als Investitionen gelten, die den Kampf gegen den Klimawandel und dergleichen ermöglichen. Dabei geht es um sehr große Summen, um mehrere hundert Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren investiert werden könnten. Wahrscheinlich sogar um mehrere tausend Milliarden. Die Anerkennung der Atomkraft als grüne Energie ist für die Atomindustrie von entscheidender Bedeutung, da sie heute große finanzielle Schwierigkeiten hat. Sie ist zu einer recht teuren Energie geworden. Das gilt besonders für den Bau neuer Kraftwerke. Private Investoren sind der Kernenergie gegenüber heute sehr vorsichtig und zurückhaltend. Sie fordern Garantien und die Zusicherung staatlicher Hilfen. Die sogenannte grüne Taxonomie wurde erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie von Anfang an zuerkannt. Die Kernenergie wurde 2019 im Europäischen Parlament davon ausgeschlossen. Colleagues, and we can close. And that is adopted. In Brüssel kam es daraufhin zu einem Machtkampf zwischen den Mitgliedstaaten. Frankreich und ein Dutzend anderer Länder, die sowohl für Atomkraft als auch für Gas sind, setzten sich für die Aufnahme von Kernenergie in die grüne Taxonomie ein. Bestätigt wurden sie darin durch einen 2021 veröffentlichten Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses der EU-Kommission. Die Schlussfolgerung lautet: Kernenergie ist nicht schädlicher für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt als Stromerzeugungstechnologien, die bereits in der Taxonomie enthalten sind. 5 Staaten stellten dies direkt in Frage, allen voran Deutschland. In einem gemeinsamen Brief prangern die 5 Umweltminister und Ministerinnen an, dass das Risiko einer nuklearen Katastrophe nicht berücksichtigt wird. Der wissenschaftliche Ausschuss vernachlässigt das nukleare Restrisiko und bewertet nur den Normalbetrieb von Kernkraftwerken. Die Länder weisen auch auf das ethische Problem von Atommüll hin. Dies verstößt gegen den Grundsatz, keine übermäßige Belastung auf künftige Generationen abzuwälzen. Ein Heer von professionellen Lobbyisten hat sich in Brüssel für die Atomkraft stark gemacht. Die NGO Reclaim Finance, die sich für eine wirklich umweltfreundliche Ausrichtung des Finanzwesens einsetzt, beobachtet dies ganz genau. Die Atomenergie hat europaweit etwa 85 Lobbyisten mit einem jährlichen Budget von 9 Millionen Euro. Der Energiekonzern EDF gibt europaweit vielleicht am meisten für das Atomlobbying aus. Über 2 Millionen Euro pro Jahr. Gleich dahinter kommt das mächtige europäische Atomforum Foratom. Wir treffen uns mit Abgeordneten oder ihren Assistenten und schlagen ihnen Änderungsanträge vor, wobei wir ihnen erläutern, warum das wichtig ist und was für uns auf dem Spiel steht. Wir versuchen, ihre Unterstützung zu gewinnen. Wir brauchen genügend Unterstützung von genügend Abgeordneten, damit die Änderungsanträge angenommen werden. Aber die Abgeordneten sind natürlich frei in ihrer Entscheidung. Sie können sich dafür oder dagegen entscheiden. Oft bringen sie selbst noch ein paar Änderungen ein. Das gehört dazu. Wir machen Lobbyarbeit, so wie alle Lobbyisten. Alle Aktivitäten der Lobbyisten, die wir in unserem Bericht erfasst haben, sind tatsächlich legal. Und genau das ist das Problem. Aber wenn es ums Klima, den Klimaschutz und die Erhaltung der Umwelt geht, sollte man davon absehen, auf Wirtschaftszweige zu hören, die für alle diese Bereiche eine Gefahr darstellen. Die Lobbyarbeit bestimmter Unternehmen sollte unterbunden werden. Das erscheint mir ein unverzichtbarer Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Wir sind sozusagen an einer Kreuzung angelangt und müssen uns für den richtigen Weg entscheiden. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen oder nicht.
Wenn wir das Geld in die falschen Bereiche investieren, dann werden wir viele Jahrzehnte mit den Folgen zu kämpfen haben. Nach jahrelangen harten Verhandlungen hat sich die EU-Kommission für einen Kompromiss entschieden, die Kernenergie und sogar auch Gas in die grüne Taxonomie aufzunehmen. Sie erkennt damit deren Notwendigkeit für den ökologischen Übergang an, unterwirft sie jedoch stärkeren Beschränkungen als die erneuerbaren Energien. Ein Sieg für die Atombefürworter, die behaupten, der Kampf gegen die globale Erwärmung könne nicht ohne Atomkraft gewonnen werden. Die Befürworter der Kernenergie behaupten, dass der Kampf gegen die Klimaerwärmung nicht ohne Atomkraft gewonnen werden kann. Deutschland ist jedoch praktisch aus der Kernenergie ausgestiegen. Das letzte Kraftwerk soll Ende 2022 abgeschaltet werden. Wie wird es nun mit der Energiewende weitergehen? Momentan gehört Deutschland immer noch zu den größten Umweltverschmutzern Europas. Die Kohlekraftwerke liefern ein Viertel der Stromerzeugung und erzeugen große Mengen an Treibhausgasen. Die Umweltverschmutzung durch Kohle ist jedoch eine historische Konstante. Sie hat durch den Atomausstieg nicht zugenommen, da die Atomenergie durch Wind- und Solarenergie ersetzt wurde. Die erneuerbaren Energien wurden schnell ausgebaut. 2011 machten sie 20% des deutschen Strommixes aus. Heute fast die Hälfte. Der Grund ist, dass wir viel mehr Erneuerbare bauen, als wir an Atomstrom verlieren. Und deswegen kompensieren die Erneuerbaren sowohl den Ausstieg aus der Atomenergie als auch jetzt zunehmend die Kohle. Insofern ist Deutschland auf dem Weg in eine Zukunft, die dauerhaft ist. Der Anteil der Kohle hat sich seit 2011 halbiert und soll bald der Vergangenheit angehören. Der Bundestag hat das definitive Ende des fossilen Energieträgers bis 2038 beschlossen. Die jetzige Regierungskoalition strebt ein Ende der Kohle sogar schon 2030 an. Der Strommix in Deutschland 2030 wird vermutlich 70-75% Erneuerbare sein, 20% Erdgas und 5% Müll und Sonstige. Und spätestens bis 2040 werden wir bei 100% Erneuerbare sein. Und worauf es dann ankommt, ist, wie decke ich den Strombedarf in den Zeiten, in denen der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Erdgas ist die Zwischenlösung, bis wir 100% Erneuerbare haben, durch erneuerbar hergestellten Wasserstoff, grünen Wasserstoff. Das ist klar, dass das die Zukunftstechnologie sein wird, auch global gesehen. Wasserstoff kann als Speichermedium für Energie fungieren und somit ungleiche Produktionsmengen ausgleichen. Heute wird er hauptsächlich aus fossilen Energieträgern wie Gas hergestellt, was wiederum zu CO2-Emissionen führt. Es ist der sogenannte graue Wasserstoff. Wasserstoff kann aber auch durch Elektrolyse gewonnen werden. Dabei wird das Wasser in seine Komponenten Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Wenn der dazu benötigte Strom aus erneuerbaren Energien stammt, spricht man von grünem Wasserstoff. Von grau zu grün. Das ist eine der Herausforderungen der Energiewende. Der Unterschied ist, dass in Deutschland jetzt mit Wind und Solar ein zukunftsfähiges Stromsystem aufgebaut wird. Wenn wir da 2030, 2035 sein werden, dann hat Deutschland schon den Sprung in die Zukunft gemacht, der dann in Frankreich noch anstehen wird. In Deutschland ist der Anteil erneuerbarer Energien doppelt so hoch wie in Frankreich. Das liegt auch daran, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Stromversorgung mitwirken. Ihnen gehören 40% der Produktionskapazitäten erneuerbarer Energien. Schönau im Schwarzwald. Die Menschen hier haben der Atom- und Kohlekraft den Rücken gekehrt
und eine Genossenschaft für grüne Energie gegründet. An ihrer Spitze steht Ursula Sladek, Mutter von 5 Kindern. Nach der Katastrophe von Tschernobyl wollte sie etwas ändern. Es gelang ihr, das örtliche Stromnetz zu kaufen. Daraus entstand der Ökostromanbieter Elektrizitätswerke Schönau. Er versorgt heute 220.000 Haushalte in ganz Deutschland. Für ihren Einsatz wurde Ursula Sladek 2011 mit dem Goldman Environmental Prize, dem Umweltnobelpreis, ausgezeichnet. Die Idee, warum wir ein eigenes Energieversorgungsunternehmen gründen wollten, war, dass wir gesagt haben, wir wollen selbst bestimmen, was in unserem Netzbereich passiert. Wir wollten selbst bestimmen. Das war das Allerwichtigste, diese Selbstbestimmung. Ja, und das haben wir ja dann auch geschafft. Die EWS-Genossenschaft bezieht ihren Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland, Norwegen und Österreich. Vor allem aber baut sie ihre eigene Produktion aus. Dieser Bergrücken hier heißt Rohrenkopf. Und auf dem Rohrenkopf sehen Sie jetzt diese 5 Windräder. Die hat die EWS-Genossenschaft gebaut. Das ist unser erster Windpark. Im Moment ist die EWS gerade dabei, 2 neue Windparks zu planen. Auf alle Fälle sind die erneuerbaren Energien die Lösung im Vergleich mit der Atomkraft. Denn die Atomkraft hat ja in ihrer gesamten Kette vom Uranabbau bis hin zur Endlagerung, die bis heute noch nirgendwo auf der Welt geklärt ist, so viel Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit. Keine der erneuerbaren Energien hat auch nur annähernd ähnliche Auswirkungen. In Deutschland hat sich ein Großteil der erneuerbaren Energien dezentral entwickelt. Der Anteil der großen Stromversorger an den erneuerbaren Energien war sehr gering. Es gab vielmehr eine starke Dynamik durch private Initiativen, durch Landwirte, Bürgerinitiativen, Kommunen, Genossenschaften und so weiter. In Deutschland gibt es heute etwa 1000 Genossenschaften, die Strom erzeugen. Die Akzeptanz steigt mit der Beziehung, die die Menschen zu diesen Projekten haben. Frankreich ist nach wie vor ein sehr zentralistisch organisiertes Land in jeder Hinsicht, in der Politik und in der Verwaltung. Zentralismus oder Bürgerbeteiligung? Einige Länder haben sich bereits klar entschieden. Dieses Kraftwerk in Österreich wurde 1977 mitten in der Anti-Atomkraft-Bewegung fertiggestellt. Die Regierung organisierte schließlich ein Referendum. Das Nein gewann und der Reaktor wurde nie in Betrieb genommen. Heute ist das Kraftwerk ein angesagter Veranstaltungsort. Auch Schweden, Italien und die Schweiz haben Volksabstimmungen zu ihrer Atompolitik durchgeführt. Im Gegensatz zu Frankreich, das nie eine Abstimmung angeboten hat und auf Atomkraft setzt. Die Wahl der Energie von morgen entscheidet über die Zukunft des Klimas und unseres gesamten Planeten. Sollten nicht alle Bürgerinnen und Bürger, egal ob pro oder contra Atomkraft, an dieser Entscheidung mitwirken können?